Ey, hast du Furz im Hals oder was? Ja, Pech gehabt, Alter, was? Alle. Hey, das war unfair. Mit Schikanen muss man rechnen, Mann. Ihre Krücken stelle ich hier hin. Wenn Sie Ihre Spritze brauchen oder sonst irgendwas, klingeln Sie. Aber das wissen Sie ja. Das gilt auch für Sie. Ich heiße Gernot, Gernot Jahn. Bin 43, seit 10 Jahren verheiratet, hab eine Tochter. Und es ist meine 2. Saison hier am Haus. Und selbst? Das kannst du mir glauben, zum Reden ist mir auch nicht zumute. Das nimmt dann alles ganz schön mit. Verdammt. Wenn es noch schlimmer wird, muss Schwester Paula auf Wehensuche gehen. Wissen Sie eigentlich, Herr Jahn, wie lange ich zum Scheißen nicht mehr auf dem Klo war? Hast du dir schon mal überlegt, warum Schmetterlinge so verrückt so zickzack durch die Luft fliegen? Gaukeln? Ich glaube, es gibt kein anderes Lebewesen, das sieht so ziellos aus. Auch wenn 2 Schmetterlinge zusammenfliegen, dann sieht das fast so aus wie die komischen Geräte, die sich auf der Intensiven haben. 2 Kurven, die sich nur in den seltensten Fällen berühren. Und ja, und wenn dann, da gibt es Schmetterlingbabys. Und hier gibt es einen Notfall. Ich komme da jetzt nur drauf, weil da draußen, das solltest du dir ansehen. Wie diese 2 da draußen Pirouetten aufführen, wunderschön. Jetzt macht der eine Pause auf einer Parkbank. Eine kackbraune Parkbank. Auf der Messingtafel steht bestimmt sowas wie gestiftet von der Stadtsparkasse Süd. Sogar unser Modell Bad Berneck, das billigste in unserem Sortiment, ist fantasievoller, ansprechender. Ich bin nämlich Gartenmöbelvertreter. Das mache ich seit 9 Jahren. Und der Schmetterling sitzt da drauf, so ein chaotisches Insekt. Der andere macht ihn schon wieder an. Na, mal sehen, wie lang es den Schlappen noch auf der Bank hält. Ah, na, da geht's ja schon weiter mit ihrem Tänzchen. Verdammt, 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 da hat sie doch eine... Nein, ist ja wie im Sielmann-Film. Diese scheiß Amsel hat sich doch meinen Zitronenfalter geholt. Der war gerade wieder in der Luft, so einen halben Meter über der Bank. Und zack, kommt da die Amsel angedüst und weg ist er. Der andere sucht und sucht. Naja, bald hat er dann vergessen. Bei dem Gehirnvolumen. Ich muss mal. Und keiner hat Ihnen bis jetzt gesagt, wo die Toilette ist. 3-mal dürfen Sie raten. Richtig, es ist diese Tür, Herr Jahn.
Aber ich habe überhaupt keine Lust, auf die Toilette zu gehen. Wissen Sie, wie weh das tut? Aufstehen, rumlaufen? Nein, aber Sie wissen ganz genau, was der Doktor Ihnen gesagt hat. Kann ich nicht, doch. Nehmen Sie doch auch mal Rücksicht auf andere. Schwester, ich muss mich beschweren. Was erwarten Sie? Kanadischen Wildlachs mit Sahnesoße? Nein, nein, es ist nur, der Fernseher funktioniert nicht. Seien Sie doch froh, kommt eh nur Schrott. Aber ich schicke jemand. Ja, und? Ja, was ist denn noch? Kann ich die Bettpfanne haben? Aber natürlich. Sie wissen doch, wenn's Arschall brummt, ist's Herzall gesund. Verstellen wir nicht die Aussicht. Weiter nach rechts. Gut so. Lilien gehen im Moment überhaupt nicht. Marlene ist froh, wenn die weg sind. Aber hier bringen sie wenigstens etwas Leben in die Bude. Und was ist mit deinen Werten? Wieder alles im grünen Bereich. Bist du noch mit ihrem Italiener zusammen? Marco, 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 den ganzen Tag. Anfangs kam er ja jeden Tag und hat eine rote Tulpe gekauft, nur um Marlene zu sehen. Und die war verschossen und eifersüchtig, das kannst du dir nicht vorstellen. Bis sie endlich gefragt hat, für wen die Blumen sind. Und er gestanden hat, dass es nur ihretwegen sei. Er müsse einfach einmal am Tag ihre blauen Augen blitzen sehen. Aber wenn er gezahlt hat? Marlene ist nicht so. Nur weil sie dir keinen Rabatt gibt, wenn du am Muttertag einkaufen kommst. Lass das! Da kommt doch schon wieder der joggende Idiot. Die Alte auf der Bank sieht auch so aus, als hätte sie nichts ausgelassen. Wahrscheinlich fünfmal den Namen gewechselt und im Moment ist sie sich nicht sicher, ob sie dem Kleinen Lügen erzählt, wenn er nach seinem Opa fragt. Ja, hast du doch einen Frosch, den magst du doch so gern. Schlampe. Ich muss doch sehr bitten, Herr Janis, machen Sie mal einen Punkt. Warum war eigentlich noch niemand wegen dem Fernseher da? Oh, dumm von mir. Aber Sie müssen das verstehen. Ich hatte heute wirklich... Naja, ich habe noch nicht Bescheid gegeben. Ein, zwei Tage ohne Glotze, mir wäre das ganz recht. Ja. Soll ich dir noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Weißt du, wer auf meiner Bank sitzt? Das interessiert mich nicht. Der Idiot? Nein, da draußen geht's so richtig schön zur Sache. Verdammt, 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 das wäre genau, was unser Gernot gebrauchen könnte. Wenn die nicht gestorben sind, dann halten die noch heute Händchen. Hat jemand was von Händchen halten erzählt? Unser Zivi-Freund da draußen hat sie bis auf den BH entblättert. Müsste noch ein bisschen heller sein. Glaube ich nicht. Sie lügen doch. Ich schwöre. Die Kleine hat einen Körper, der leuchtet förmlich, so ein zartes Weiß, wie Lilien. Schwachsinn. Schwachsinn? Netten Feier macht sich unser Drückeberger da.
Ich habe heute Nacht gar nicht gut geschlafen und verrückte Sachen geträumt. Wissen das bei dir? Läuft da noch was? Oder ist da unten alles außer Betrieb? Ich kann in Zukunft auch einen Mund halten. Das geht dich nichts an, aber erzähl ruhig weiter. Verdammt, du Trottel, was machst du denn für Sachen? Sie machen das eindeutig besser, Schwester Paula. Wieder in Ordnung? Die Spritzen sind unglaublich. Ohne die... Was habt ihr vor? Wir gehen in so eine Varieté-Show. Varieté-Show? Ja, Marlenes Nachbarin hat gemeint, dass man die unbedingt sehen muss. Kommt Marco auch mit? Oder ist das nur eine Frauenabend? Marco? Ich weiß nicht. Da draußen wird gekickt. Ziemliche Nieten. Warmduscher, die können ja gar nichts. Ich habe immer gedacht, der Tag, an dem das Durchschnittsalter der deutschen Fußballnationalmannschaft unter mein eigenes sinkt, würde einen Wendepunkt in meinem Leben bedeuten. Aber der Mittwoch ging vorbei wie alle anderen. Irgendwer hat ja mal einen guten Satz losgelassen, nämlich, dass Fußball ein gesellschaftliches Grundnahrungsmittel darstellt. Ich glaube, Fußball ist meine lebendigste Parkerinnerung. Und deine? Ich weiß nicht. Grashalme, die... Verdammt, 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 was für ein Scheiß einem alles wieder einfällt. Ich war mal mit einem Freund in den Staaten. Nach dem Zivildienst hatten wir ein bisschen Geld verdient und sind mit Fahrrädern unterwegs gewesen. Über 2000 Kilometer und außer Moskitos, irgendwelchen Parkrangers, die wenig Verständnis für zwei Wildcamper hatten, und Ameisen und jede Art von Insekt, die du dir vorstellen kannst, waren das wohl im Nachhinein gesehen drei der besten Monate. Naja, die schlechten Erinnerungen, ich meine das Schlechte an sich, vergisst man ja sowieso ziemlich schnell. Hast mir gar nicht zugetraut. Ich wollte eigentlich nie zurück. Naja, dann hatten wir die Rückflugtickets in der Tasche. Deutschland hat ja auch seine Vorzüge. Autobahn, DRK, Eigenheim, halt. Vorher heiraten. Und... Ja? Am liebsten würde ich wieder meine Kundenbesuche machen. Obi, Stinnes, Praktika. Mit den Leuten reden, unerfahrenen Einkäufern Auslaufmodelle andrehen, Käffchen trinken, obwohl, da sollte ich mich zurückhalten. Unser Idiot ist heute noch gar nicht aufgetaucht.
so, Herr Hölzlein, Platzwechsel. Jetzt natürlich wieder gucken, ne?